Alright, willkommen zurück zu Digimon World 2003. Nach ein paar Stunden Computerpause geht's weiter. Und ich habe wieder Platrix an meiner Seite. Jupp. Es ist auch wundervoll ein bisschen dunkler geworden draußen. Von daher ist es auch ein bisschen kälter. Außer bei mir. Ich fange jetzt an zu schwitzen. Ja, ich auch ein bisschen. Es ist Sommer, was erwartet man? Ja. In der echten Welt ist es spät. Und wir können noch nicht heim. Klar, der Held hat doch nichts Besseres zu tun, als hier in der Digi-Welt zu sitzen und sie zu retten, oder was? Der guckt auch die ganze Zeit immer so komisch grimmig in die Kamera. Wenn man so schräg nach unten oder, ja, direkt nach unten guckt. Ich weiß nicht, der guckt leicht grimmig immer. Ja. Habe ich das Gefühl. Keine Ahnung wieso. Dann macht's einfach gerne. Meine Rechnerleistung sieht auch gut aus. Ich habe so 50% Auslastung. Sag mal 50 bis 70, das passt. Ach ja. Es hieß, ich muss jeden anbabbeln, was ich meine, was die sagt, Tamer. Was? Du willst kämpfen? Mit mir? Nein, danke. Ich verliere nicht zweimal gegen dich. Oh. Ein Typ in Schwarz und ein sarkastischer Typ. Ja, die beiden habe ich in der Stadt gesehen. Ich weiß aber nicht, wohin die sind. Ah, das müssen wohl Kief und Dick gewesen sein, die zwei. Bennett, Kies, Nick, Striker. Wer? Nick Striker. Frag mich nicht, wie ich auf den Namen komme. Lucky Mouse ist ein guter Hacker. Etwas verursacht bestimmt keine Probleme. Das tun Hacker nie. Nein, es gibt natürlich auch ein paar Berufshacker. NSA. Nein, die NSA hackt ja nicht. Die spielt nur die Kanzlerin auf. Wie war das noch gewesen? Wolfgang Schäuble. Ein Schland-Shirt geschenkt jetzt Angela Merkel zu ihrem Geburtstag. War ja vor kurzem gewesen. Naja, der und der hat das und das geschenkt. Alles so Schland-Sachen. War wegen Deutschland Weltmeister. Und Barack Obama. Ja, was hat der denn geschenkt? Oh, ein neues Handy. Na, der hat sich wenigstens Gedanken gemacht. Ja. Also, ich möchte nicht von denen ausspioniert werden, falls ich das nicht schon wurde. Ich denke mal, wir wurden alle schon ausspioniert. Außer die ohne Internet natürlich und Handy. Ja. Aber ich würde mal sagen, da es so gut wie keine Personen mehr gibt, die kein Internet und kein Smartphone haben, darf man davon ausgehen, dass es eben halt hier komplett alle überwacht werden. Ja. Ich meine, nicht umsonst haben die schon mehrere Petabyte pro Person oder so gesammelt. Und nee, insgesamt haben die Petabytes, ich glaube ein paar Petabyte oder so zusammengetrommelt. Mhm. Aber dass Amerika Deutschland ausspioniert, das ist doch der größte Shit, den es gibt. Von mir aus könnte man technische Personen überwachen, aber Deutschland und Amerika sollten doch eigentlich Freunde sein, oder? Verbündete sind sie eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum die so bescheuert sind. Vor allen Dingen, das Geilste ist ja immer noch gewesen, dass die deutschen Politiker, als das auskam, so von wegen, ja, Deutschland, die Deutschen mit die Bewohner Deutschlands werden ja auch alle eben halt hier untersucht und überwacht und alles. Da hieß es, ja, das müssen wir ja hinnehmen, wir sind ja Vertragspartner und alles. Und dann kam die Sache, ja, Merkel wird auch ausspioniert. Oh mein Gott! Wie kann man sowas machen? Man spioniert doch nicht seine Freunde aus und alles. Ja.
Ich hab nur gedacht, so von wegen, Leute, ihr seid so dumm, wie ihr lang seid. Oder wie viele ihr seid. Ja, so ist halt Amerika, ne? Und Deutschland. Deutsche Politiker. Kannst du gut lügen, werd Politiker. Kannst du gut die Leute über den Arsch ziehen, werd Politiker. Kannst du nichts anderes werden, werd Politiker. Menschen belügen und alles so hin deichseln, dass du dir in die eigene Tasche nur noch arbeitest. Dann kannst du echt Politiker werden und das lernst du eigentlich auch ganz gut. Ich halte von Politiker nix. Was meinst du, weshalb ich das gesagt habe? Politiker sind nun mal, oder ja, Leute in der Politik, die sind nun mal so. Alles nur in ihre eigene Tasche stopfen und definitiv so viel belügen, dass sich die Balken biegen. Ja, genau wie dieser Fußballchef. Fußballchefs, ja, da würde ich mal sagen, die stopfen sich nur alles in die Tasche. Wie zum Beispiel jemand, der sehr gut Steuern hinterzogen hat. Wo das, glaube ich, 5.000-6.000 Mal der Fall war, ja, es waren ja nur so und so viele Milliarden, die Steuern hinterzogen worden sind. Oh nein, das waren ja nicht 20 Milliarden, die eben halt da nicht überzogen worden sind, sondern 25 Milliarden. Nein, das waren 27 Milliarden und am Schluss waren es doch nicht 28,1 Milliarden oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, aber jetzt mal Steuererziehung und Politiker mal zur Seite. Es geht weiter später, Story. Juhu, Businessman und Marachi. Ja. Also echt, kannst du nicht mal deinen Job machen? Seit wir hier sind, bist du nur am Spielen. Ui. Hahaha, stimmt. Aber der Plan ist echt gut. Sie versuchen, sicher starke Spieler zu kontaktieren. Nennen kannst du nichts vormachen. Ab jetzt, Ab jetzt gehen wir genau nach Plan vor. Danke, habt Knoten in der Zunge. Sprich taktischer Rückzug. Nicht im Traum. Wir machen das schließlich Spaß. Macht das schließlich Spaß. Ich kann schon nicht mehr lesen. Es ist ja auch schon 11:30, also von daher. Es ist meine freie Entscheidung. Stimmt, das Spiel soll Spaß machen und nicht irgendwelche Leute dazu bewegen, zu arbeiten. Kies! Verzeihung. Du bist der aus... aus deinem Albtraum. Hey Kid, willst du mit uns kämpfen? Nee, mit mir kämpfen. Oh. Nein, Lisa bat mich, Kies und Nick zu holen. Oh mein Gott. Ach, tatsächlich? Na, dann nichts wie los. Und sie wird nicht... oder sie wird echt sauer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Jupp. Jo. Wir wollen ja nicht Frauen sauer machen oder sonst wie was da. Ansonsten gibt's einen mit einem Kochlöffel. Ja, warte mal. Wir haben keine Zeit. Bring uns sofort zu ihr. Ja, wir wollen sofort zu ihr. Ja, klar.
Super, jetzt machst du noch eine Ortsteleportation. Das war jetzt mal genial. Ah, vielen Dank, Leute. Ich würde mal sagen, dass diese, wie hieß sie nochmal? Lisa? Ja, dass diese Lisa vielleicht äußerlich nicht gerade so schlecht aussieht, dass sie deswegen so schnell zu ihr wollen. Ja, kann sein. Okay, Nick sucht sucht im Computer nach einem Passcode. Keith, du räumst die Dokumente auf. Los, mach schnell. Gibt ja richtige Töne. Zu Befehl, ist klar. Tja, manchmal haben die Frauen immer das Sagen und die Hosen an. Seht ihr, so geht es. Ruckzuck. Ja, wenn man noch irgendwelche Kerle hat, die Arbeit machen. Sag mal, Lisa, wer sind die denn überhaupt? Sklaven. Das sind nur meine Freunde. So nennt man heutzutage also die Sklaven. Freunde. Ja, wirklich nur Freunde? Nein, Sklaven, weißt du. Und? Demnächst kommt die Sadomaso-Peitsche. Die Rosendornpeitsche. Bei den Harpien. Ja. Wow, es sieht jetzt total aufgeräumt auf. Wir sind fertig. Fertig. Mit den Nerven auf jeden Fall. Hey, gute Arbeit, ihr zwei. Wieso das? Personalpass gefunden? Personalpass? Jetzt wussten die nicht, was sie suchen sollen. Ist doch nicht euer Ernst, Leute, oder? Die sind zu doof, um im Eimer zu scheißen. Ihr taugt echt nix. Jetzt sind sie sauer. Was macht ihr da eigentlich? Oh, tut mir leid. Sorry, dieses Mal finde ich ihn. Tut mir leid. Könnt ihr noch warten? Wir führen jetzt einfach mal die Regel ein, jetzt die Jeopardy-Musik einzufügen. Dum, 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 dum. Ich hab ihn gefunden. Nein, jetzt habe ich auf Löschen geklickt. Lauf doch schneller, du kannst doch rennen, du Junge. Ja, Zeit. Das Dieter verlangt echt viel. Aber das weißt du nicht von mir. Bitteschön. Klasse, der Personalpass. Oh. Du hast ihn gefunden. Prima, Nick. Gib ein Leckerli. Dankeschön. Und wie sieht das Leckerli aus? Weiß ich nicht. Kyle, Lisa, bis dann. Ich verziehe mich wieder, ne? Ja, klar. Viel Glück, wir verlassen uns auf dich. Na, ich renne nur nach Sugar City und mach den Game-Administrator platt, ne? Sei vorsichtig, ja. Immer noch. Oh, sie macht sich Sorgen um ihn. Wie heißt es noch so wunderschön, was er sie liebt, das neckt sich. Ja. Ui, ich bin wieder da angekommen. Ich kürze den Weg ab. Wir sehen uns gleich wieder vor dem Tor in der Kanalisation Asoka City. Leute. Ja. Wir sind hier in der Kanalisation von Asoka City angekommen, mein Ziel. Das Problem dabei ist, dass mein Controller nicht mehr will, er streikt. So ein bisschen. Ja, ein paar technische Macken unterwegs. Jetzt kann ich gar nichts machen, er meldet sich ab und an, wie er will. Und ich muss ja leider wieder Stopp machen. Bis zum nächsten Mal. Dein PC mag mich nun mal nicht. Und tschüss.